Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Live-Commentary hier auf dem Channel Midnight Gamers mit mir, dem King. So, und ja, ich habe lange kein Call of Duty mehr am PC gezockt. Von daher, seid mir nicht allzu böse, wenn ich jetzt hier nicht so die Scores reiße, beziehungsweise ich werde hier nichts reißen, das kann ich auch von vornherein schon sagen. Ich mache glaube ich noch ganz schnell hier was an meiner Klasse. Sofern ich gerade noch Zeit... dafür habe... Weste raus, ich brauche unbedingt eine Granate. Nehmen wir mal die Semtex hier mit. So, meine Killstreaks sind Vorräte, Hellstorm und Blitzschlag. Ja, also die sind auch nicht sehr hoch angesetzt, aber ich glaube, ich werde noch nicht mal die Vorräte erreichen. Ich hätte vielleicht noch tiefer gehen sollen. Aber nun ja. Ja, und wie es jetzt dazu kam, dass ich jetzt mal ein Live-Commentary mache, das kam irgendwie da. Ja, wir haben es gerade an hier. Wir haben es gerade kurz vor 1, also 0:50 Uhr. Und ich hatte gerade einen Film geguckt, beziehungsweise ich habe die Monster Uni geguckt, kann ich auch gleich sagen, welchen Film. Und ja, dann habe ich mir gedacht, ja, guckst du jetzt noch einen oder machst du jetzt noch irgendwas? Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, haust mal ein Live-Commentary raus. Warum machst du jetzt einfach mal ein Live-Commentary? Und ich muss gerade einmal gegen mein Mikrofon pusten, weil eine Fliege drauf war und die hat mich genervt. Die nervt mich sowieso schon die ganze Zeit. Kennt ihr das, wenn diese kleinen Fliegen da die ganze Zeit... ein Nerven und immer nur in der Gegend rumfliegen, wo ihr euch gerade befindet. Oh Mann, ich bin ja richtig gut, ey, was ist da los? Ich glaube aber, da hört es gleich auch schon auf, sobald der nächste Gegner kommt, weil es ist gerade extrem ruhig. Ach ja, und wir spielen... Wo kommt der denn jetzt da weg? Drohne nähert sich. Der war hier doch gerade noch. Okay, der ist jetzt weg. Ja, ansonsten, ich bin zurzeit ein bisschen am Suchen, was für ein Let's Play ich zurzeit machen kann. Ich verstecke mich mal ganz kurz hier. Lausch gerade mal ein bisschen. Wie gesagt, was ich jetzt noch für ein Let's Play machen kann, weil ich ja jetzt L.A. Noir abgebrochen habe und ich glaube, ich... Oh, wie blöd! Weil, wie gesagt, weil ich habe ja L.A. Noir abgebrochen und da bin ich jetzt ein bisschen am Suchen als Ersatz. Es soll nicht so ein mega langes Spiel sein, also jetzt nicht so ein Kilometer-Game. Ja, du Trottel. War ich das jetzt oder? Naja. Ich habe schon so ein bisschen gedacht an Call of Juarez oder Duenz, oder wie es heißt. Nein! Weil das soll nicht ganz so lang sein, nur ich will dafür eigentlich keine 15 Euro ausgeben. Da mich das Spiel bis jetzt noch nicht so überzeugt hat, ich habe natürlich schon... Oh, da sind zu viele, da sind definitiv zu viele. Definitiv sind da zu viele, definitiv, definitiv zu viele. Oder ich habe auch schon mal so gedacht an Red Dead Redemption. Also ich habe irgendwie so ein bisschen Bock auf dieses Western-Feeling. Aber Red Dead ist auch wieder so ein Spiel, ich finde es total geil, kein Thema, nur die Länge halt macht das Ganze wieder aus. Ich weiß nicht, ob das daran lag, weil L.A. Noir einfach so extrem am Buggen war bei mir. Oder ob es wirklich nur an dem Buggen war, dass bei mir die ganze Lust auch vergangen ist. Oha, scheiße. aber von daher will ich mich erstmal von längeren Spielen fernhalten und erstmal so ein paar kurze Let's Plays machen, beziehungsweise erstmal so ein bisschen antesten oder so. Und ja, da bin ich jetzt zurzeit noch am Suchen. Vor allen Dingen gerade ist ja auch die die Sommeraktion bei Steam, wo wirklich täglich neue Spiele reduziert werden und ich hoffe, dass da auch mal irgendwie was Gutes dabei ist. Ich habe schon einmal letztens, beziehungsweise eigentlich heute, ne, gestern, genau gestern war das. Da habe ich überlegt, mir Alan Wake zu kaufen. Oha, das war fail. Oha, das war noch mehr fail. Naja, Messern war ich noch nie so ein Pro. Naja, 6-6 ist GTA 1 AKD. Hab mir schlechter vorgestellt. Wohin mit mir? Nur da habe ich mir halt erst einen Trailer angeguckt und war ich auch nicht so überzeugt von Alan Wake. Es ist natürlich ein geiles Spiel und so, sah gar nicht schlecht aus, nur weil ich
also Megaschisser bin, glaube ich, das könnte nichts werden. Also, ich will noch mal überlegen, noch ist es im Angebot. Vielleicht hole ich es mir noch kurzfristig. Wenn ja, werdet ihr es ja merken. Ich habe ja Granaten, ich Idiot, kann ich die auch werfen. So, und du bist tot. Und ja, ansonsten kommen ja meistens, oh, mit den meisten Zeit immer nur diese kleinen Rott-Spiele in Steam im Angebot. Komm, stirb, du Arsch. Ist er jetzt tot da oben? Scheinfoto. Und die will ja wirklich keiner sehen. Naja, haben wir wenigstens einen noch geschickt. Die bleibt immer so schön ausgeglichen. Wenn ich ausgeglichen hier spiele, dann ist ja alles. Yo, raste aus, ey. Aber ich bin wirklich extrem eingerostet in Call of Duty, ey, wie manch. Noch ein Abschuss. Und wirklich, spielt man mal nur so ein paar Monate, Wochen nicht. Kommen wir voll aus der Übung. Naja, ich bin positiv, das reicht mir. Und ja, ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann in einem anderen Commentary bzw. Video hier auf diesem. Der Abgang ist ja diesmal super gelungen. Nein, auf jeden Fall, wir sehen uns in einem anderen Commentary auf dem Channel oder Let's Play oder Let's Test oder die nächsten News. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, danke fürs Zusehen. Bis dann, haut rein, euer Kings.